Boing und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Y Nuzlocke Challenge. Wir sind immer noch mit unseren Rihorn, ne? Oh, das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee. Wir können einfach mal Textkämpfer nach oben stellen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen überhaupt? Ach, Option. Genau, ich wollte aber eigentlich, wollte ich in den Beutel rein, Leute. Und wollte uns Schutz geben. Yep. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon Pokémon letzte Folge gefangen, oder? Ja, haben wir definitiv. Kaboom! Ich würde ganz gerne hier mal einsetzen. Ich will das Item da haben, was da oben ist. Dass das hier auch einfach Rihorn stehen und uns machen lassen, ne? Die könnten auch einfach sagen, nö, fick dich. Ich mach das nicht mit euch zusammen. Nö, gar keinen Fall. Na, egal. Ich bin ganz, ganz froh. Und Leute, ich hatte gerade, glaube ich, die schlimmste Aufnahme. Ich meine, das, wenn ihr heute schon den Crash-Plan gesehen habt, dann wisst ihr, wie die Aufnahme lief. Die habe ich jetzt gerade vielleicht 5 Minuten hinter mir. Und Gottes Willen war das schwer. Aber ich bin auch müde wie sonst was. Ich habe die ganze Nächte nicht richtig geschlafen. Dann war ich morgen früh hoch. Dann ein bisschen Stress und dies und das und das und das. Ja, das schlaucht ganz schön, Leute. Das ist ganz schön, ne? Seid froh, solange ihr noch in der Schule seid, ihr euch um keinen Scheiß kümmern müsst. Das ist ganz schön anstrengend alles. Und müde. Ich glaube, ich lege mich auch gleich wieder hin. Ich werde den Part aufnehmen. Ich glaube, dann lege ich mich wieder hin. Macht ihr so Mittagsschläfer? Schlaferinos? Bestimmt, oder? Ältere von euch? So, keine Ahnung. Wie alt seid ihr denn, dass ihr Mittagsschlaf braucht? Das ist eine sehr gute Frage. Wir können hier weitergehen. Aber mich würde schon interessieren, was hier hinten ist, weil hier muss ja. Oh, da ist noch ein Item. Aber da komme ich nur ran über die Treppen. Wie es scheint. Ja, setz mal Neues ein. So, Rihorn, bleib mal ganz kurz hier. Bin dann wieder da. Oh, was ist mit denen da oben? Ah, das ist bestimmt ein Flugtrainer oder so. Das ist bestimmt ein Flugtrainer. Hast du es beim Himmelskampf gegen mich? Ja. Dank meinen Gummisounds können mich Elektrohaken nichts anhaben. Okay. Ein Flugkampf. Lidian. Es ist also. Dachte ich. Achso, jetzt kann ich aber auch nur Pokémon einsetzen, die wirklich fliegen. Aha, ich kann also wirklich jetzt gerade nur Tauboga einsetzen. Hätte ich mal Dratigi vorne gehabt. Oh nein. Ich kann das Trainer. Ich kann das den Kampf auch nicht flüchten, ne? Und ich kann nichts anderes einsetzen. Das ist gerade sehr scheiße. Wenn wir mal Sandwirbel. Das ist unsere einzige Chance, dass der nicht mehr trifft. Kommt schon. Als ob. Seht ihr, wie die Level auf einmal anziehen? Wie schwierig das jetzt auf einmal wird? Seht ihr das? Das wird ganz schön schwierig, Leute. Ach, komm schon. Sandwirbel. Ich werde einfach Genauigkeit von ihm sinken. Die ganze Zeit. Aber seht ihr jetzt, wie schwer das wird? Also, wie schwer das ist? Ganz schön, oder? So, wenn wir noch einmal Sandwirbel, dann heile ich mich noch einmal. Die Level ziehen ganz schön an, Leute. Wir sind. Das wird am Anfang sah es so aus, als ob es eine OP-Nuzlocke-Challenge wird. Aber seht ihr, es zieht ganz schön an. Ganz, ganz schön. Wir werden auch gleich unterlegen sein nachher in den nächsten Arenen. Sind wir ganz schön unterlegen. Da passt mal auf. Dann machen wir noch einmal Sandwirbel. Und dann wieder Windstoß. Aber ich glaube nicht, dass Windstoß so viel machen wird. Als ob er trifft. Sandwirbel bringt einfach nichts bei ihm. Nichts. Nichts. Kampf. Windstoß. Los. Oh, das macht auch noch ein bisschen Schaden. Komm schon, was heißt Wert ab? Du kannst nichts sehen, du hast Sandwirbel. Auch. Ich weiß auch nicht, auch wenn ich nicht weiß, woher ich den Sand nehme, wenn ich die Augen spritze. Aber es interessiert ihn halt null. Ich greife trotzdem andauernd an. Fick dich. Als ob.
Er trifft halt mit alles. Ich kann, der Sandwirbel bringt ja gar nichts. Was ist los mit ihm? Mach kaputt, Junge. Oh, wir sind immer verwirrt, Gott sei Dank. Es ist gleich Geschichte. So, machen wir noch Ruckzuck-Hieb, damit es schnell besiegt ist. Kaboom. Nice. Oh, Junge, 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 Junge. Das war ganz schön knapp, du. Das war ganz schön knapp. Da sind ein paar Dollar wenigstens. Dala, Dala. Dala, Dala. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, da in die Höhle rein. Ich denke auch, dass wir da rein müssen. Sorry, Horn. Hier lang und hier lang. Nein. Sag ich mal eben runter. Bist du eine Trainerin? Nee, was willst du? Ich will den Pokémon-Team mal ordentlich aufpäppeln. Dankeschön. Ich wollte mich sonst gerade gleich einen Trank einsetzen. Aber es ist natürlich auch viel besser. Dankeschön. Ich wollte nicht wieder auf dich aufsteigen, sorry. Aber du stehst halt auch genau im Weg. Es ist vielleicht besser, wenn ich kurz auf dich aufsteige. Leuchthöhle. Leuchthöhle. Ah, Leuchthöhle. Ich wollte das Schild lesen, aber... Ich weiß nicht, ich bin müde, Leute. Ich dachte die ganze Zeit, ich lese gerade den Stein. Sorry, ich bin müde wie sonst was. Ich glaube, wir stehen auch dann auf Pokémon gleich im Weg oder so, ne? So ein Counter. Achso, warte mal. Ach, wir dürfen ja hier ein Pokémon fangen sogar, ne? In der Leuchthöhle. Oh, ich hab sogar eins gefunden. Nice. Als ob ein Onix! Boah, ich hab mega Bock auf den Onix. Biss. Ich hab mega Bock auf den Onix. Vor allem Gestein-Pokémon können wir sowieso gebrauchen. Ich hab mega Bock auf den Onix. Dich will ich im Team, Mann. Hey, ich habe halt Angst, dass wenn ich jetzt Dingens einsetze. Aber wir machen einfach mal Aquatan. Ich glaube nicht, dass es direkt besiegen wird. Ich wollte einen Onix. Oh mein Gott. Oh nein, ich wollte das Onix haben. Ohne Witz jetzt. Ich hätte gern Onix gehabt. Oh nö. Warum das denn? Scheiße. Sag mal, du bist auch Piss. Ich darf dich eh nicht fangen. Ein Rihorn. Sorry, Bro. Ich... Doofkopf, setz auch noch. Ich sag, Aquanoche wird schon nicht. Aquanoche wird schon nicht so viel machen. Bäh. Vollidiot. Oh Gott, wie dumm. Ich ärgere mich gerade ein bisschen über mich selber. So ein Minimalchen. Oh, wie viele Pokémon sind denn hier? Das ist ja der Wahnsinn. Warum sind denn so viele Pokémon hier drin? Ein wildes Macholo. Mama Macholo. Du bist, glaube ich, eher Kampf, oder? Ich glaube, Macholo ist mehr Kampf. Ja, macht auch nicht so viel Schaden. Oh Gott, du machst aber ganz Schaden bei mir, du. Und die Initiative sinkt. Das finde ich nicht gut. Machen wir mal Biss. Macht noch weniger, alles klar. Das hat man zurückgeschreckt. Aquatnarren. Nice. Einfach, wir können ja auch fliehen, eigentlich. Ist egal, jetzt ballern wir da durch. Imitator? Was kann ein Imitator denn? Wenn er steht gerade verwendet, Attacke, diese steht viel, falls es für keine Attacke verwendet wurde. Ne, eigentlich nix. Nö. Nö. Ja, nein. Ja. Gut, Imitator nicht. Nee, lass mal. Imitator lass mal weg. Oh, da ist ein Puppen. Ich hab's nicht gesehen. Dünn, dünn, dünn. Noch nix. Aquanarre wird schon nicht so viel machen, oder? Haha. Gott, wie dumm. Oh, Tarnstein, das ist eine geile Attacke.
Ich hätte Onyx gebrauchen können im Team. Ah, Quadlare wird es schon nicht umbringen. Hätte es auch nicht, wenn ich vorher nicht bis eingesetzt hätte beim letzten. Oh, Gottes Willen. Ich hätte gern Onyx. Scheiße. Wir dürfen es ja nicht fangen. Regel Nummer 1, nur das erste Pokémon auf der Route. Regel Nummer 2, Pokémon stirbt, ist es weg. Regel Nummer 3, alle 6 Pokémon in einem Team sind besiegt, Challenge verloren. The more you know. Das sind schon mal die ganzen Regeln, die wir wissen müssen. Ah, es geht bestimmt da lang, oder? Verdammt cool gemacht mit dem 3D. Ich meine, wenn ich hier. Ich kann hier sogar den 3D-Effekt mal jetzt anmachen bei mir. Sieht verdammt gut aus. Also sieht wirklich verdammt, verdammt gut aus. Ja, der 3D-Effekt ist schon ein nicer Effekt. Da kriegt zwar nach langer Zeit Kopfschmerzen von. Benutzt ihr das regelmäßig? Habt ihr Kopfschmerzen davon? Oder eher so nicht? Also ich kriege davon mittlerweile Kopfschmerzen. Dragosso. Auch ein sehr, sehr nices Pokémon eigentlich. Machen wir mal Blubber. Kopfnuss. Der Kopf nusst es mich einfach. Biss. Müsste reichen. Als ob. Nochmal Biss. Volltreffer. Nice. Pokémon. Ich möchte was anderes nach vorne packen. Nico, geh du mal nach vorne. Ah, hier. Müssen wir hier hin? Ich glaube schon. Wer bist du denn? Sonne von Team Magma? Nanu? Aber wen haben wir denn hier? Einen neugierigen Trainer, der hier bei uns einfach so rumschifft. Habe ich recht? Das ist immer gut. Die modischen Team Flair sehen uns nicht, wir verbreiten auch Schrecken. Unser Ziel ist es, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand sonst. Ist völlig egal, was dabei aus anderen Trainern und Pokémon wird. Verschwinde, du weißt doch sicher, dass man nicht mit Feuer spielen sollte. Nö. Mich an den feinen Zwirn schmutzig zu machen, ist mir zwar nicht die gepflegte Art, aber ich räume dich jetzt schon aus dem Weg. Los, Hodunster, lass die Fetzen fliegen. Ah, Team Flair. Alter, die Mucke ist fetzig. Hätte ich mal doch noch Chillock vorne. Anziehung. Als ob ich vergiftet bin. Oh, nice. Dun 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 dun. Aber die Musik ist ja catchy. As fuck. Ich muss eben heilen. Zum Glück habe ich gegen 5-mal. Halleluja. Aber Gott sei Dank haben wir es. Wir haben es immerhin, das ist gut. So, mein Freund, dann machen wir jetzt mal Duplexieb. Kaboom. 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 Nochmal. Na, dreimal immer. Komm schon, du bist wieder mit verliebt. Du kannst mich nicht angreifen. Ein Brüller. Das ist ja... Ein Brüller. Als ob. Willst du mich verarschen? Bin Nico wieder nach vorne, hopp. Mehikel wird nur unnötig umgebracht. Ich möchte nicht, dass Mehikel umgebracht wird. Als ob er schon wieder Brüller einsetzt. Ja gut, mein Freund. Wenn du es nicht anders haben willst. Dann wird Chillock. Boom! Peng, voll in deine Fresse. So. Zubat ein. Ja, ich wechsle mal. Nehmen wir mal Routena. Ist jetzt voll auf die Fresse, Mann. Sagt mal, was ich euch mal fragen wollte. Ne? So, ihr Leute kennt euch doch bestimmt alle mit so Sachen wie Schlafen und sowas aus. Hattet ihr schon mal, weil ich immer lese, die Schlafparalyse und so ein Scheiß, hattet ihr sowas schon mal? Dass man quasi
wach ist, aber man kann sich nicht bewegen? Oder allgemein so, oder so Träume sich echt anfühlen? Oder hab nur ich das manchmal, dass ich irgendwo denke, ich falle irgendwo die Klippe runter und auf einmal wache ich ganz, ganz schnell auf? So, weißt du, so in so einem Halbschlaf? Hab nur ich sowas? Oder habt ihr das auch? Ich würde mir gerne in den Kommentaren schreiben, vielleicht auch euren verrücktesten Traum oder sowas. Also, ihr könnt natürlich gerne mal euren verrücktesten Traum in die Kommentare schreiben. Weil, das würde mich mal so interessieren, eure verrückteste Story von allgemeinen Schlafen und so ganzen Schisselmannissel. Das würde mich echt mal interessieren. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, interessant. Ich glaube, das hat nämlich irgendwie jeder, hat dazu was zu sagen, weil jeder schläft ja vor uns. Ne? Sieh an, der Film ist aber noch grün in den Ohren, bis gibt's dann keinen ab. Erfreut dich bloß nicht zu früh, schließlich bin ich ja nicht der einzige Mitglied von Team Flair. Ja, wäre auch komisch, wenn du das einzige Mitglied von einem Team bist. Als ich wollte gar nicht in dich reinrennen. Bin immer noch in Nico vorne, ne? Ich wollte gar nicht, ich wollte nur gucken. Gut, besiegen wir dich auch noch eben, Team Flair Rüpel. Ein Schluppuck. Los, Nico. Ist das männlich? Ne, ist auch weiblich. Mal Gesang. Also, ich bin da bestimmt gleich wieder vergiftet, ne? Ne, noch nicht. Gesang. Ich glaube, ich wechsle das Pokémon. Ich glaube, Nico vorne haben jetzt ist, glaube ich, sehr doof. Tauboga. Los, Tauboga. Oh nein, ist jetzt Gähne ein. Ich muss wieder wechseln. Weil sonst schläft nämlich Tauboga gleich ein. Das möchte ich eigentlich nicht. Schlammbart. Oh fuck. Oh, als ob vergiftet. Wir versuchen es jetzt erstmal zu besiegen. Nitro-Ladung. Ja. Spaßverteilung steigt halt auch bei ihm, ne? Wie sonst was. Wir können natürlich mal Zielstrahl probieren. Ja, doch. Oh, fuck. Ich muss jetzt erst hochheilen, dann Gegengift und dann wahrscheinlich schon wieder hochheilen. Oh, Junge, pass bloß auf jetzt, Rotena. Sehr gut. Schon wieder Schlammbart, Mann. Kannst du was anderes? Statusheilmittel. Gegengift. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt wieder vergiftet werde, ne, dann drehe ich durch. Los, Nitro-Ladung. Gib ihm mit Hass. Sehr gut. Mitzarell Level 15. Fritzeblitz. Ne, bleib mal so. Nitro-Ladung. Nice. Guter Schaden. Oh, Donnerwelle, als ob. Fucking Paralyse. Feuerwirbel. Au. Sehr gut. Damit haben wir dich besiegt, Fritzeblitz. Und den Team Flair Rüpelarsch. Die geben halt gut Geld, ne? Die geben halt echt gut Geld. Ich war aber nicht hinfahren. Ich bin völlig außer mir. Ich bin voll aufs Fressbrett gehauen. 720. Was heißt gut Geld? $720, ne? Gut, warte mal. Einmal ganz kurz mal immer das Team durchheilen. So. Paraheiler. So, einmal ein Supertrank hier. Einmal hier. Und einmal bei dir.
Ich würde sagen, wir packen wieder Shilock nach vorne. Weil die anscheinend Pokémon benutzen, die sehr viel Wasser können. Oder halt Frisseblitz. Aber das können natürlich, dann können wir natürlich Shilock auch noch austauschen. Meine lieben Freunde der Sonne, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Y Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann noch einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.